die Tundra in Westsibirien. Unter dem Panzer aus Eis lagert jener Stoff, um den sich weltweit die Nationen reißen. Der begehrte Rohstoff riecht nicht und ist farblos. Hier liegen die größten Erdgasreserven der Welt. Wer so viel Energie besitzt, besitzt Macht. Viel Macht. Macht hat der, der was im Kopf hat. Sie können alles Mögliche besitzen, sie brauchen aber die Fähigkeit, damit umzugehen. Moskau, das Hauptquartier von Gazprom. In der Schaltzentrale des russischen Energieriesen lassen sich die Ströme des teuren Rohstoffs genau verfolgen. Hochempfindliche Sensoren in den Leitungen halten die Kontrolleure auf dem Laufenden. Sie schlagen sofort Alarm, wenn irgendwo der Druck abfällt, weil eine Leitung leckt oder sich Gas verflüchtigt, weil es illegal abgezapft wird. Und die Kontrolleure sind in den vergangenen Wochen oft alarmiert worden. Große Mengen an Gas aus den dicken Adersträngen, die von Sibirien quer nach Europa laufen, sind nicht dort angekommen, wo sie ankommen sollten. Auch nicht in Deutschland. Seither ist Alexander Medvedev ständig auf Reisen. Die Nummer zwei des Gasriesen pendelt seit Wochen von einer europäischen Hauptstadt zur nächsten, um für die russische Haltung zu werben. Jetzt ist er wieder in Berlin. Im Gasstreit mit der Ukraine hat Russland seine Lieferungen in das Nachbarland vollständig gestoppt. Das teilte der Staatskonzern Gazprom in Moskau mit. Es werde aber weiter Gas an westeuropäische Kunden durch die Ukraine geleitet. Die Verhandlungen über neue Vereinbarungen waren gestern gescheitert, weil beide Seiten sich nicht über den Preis einigen konnten. 80% des russischen Gases für Westeuropa werden durch die Ukraine geleitet. Alexander Medvedev ist nervös. Russlands Härte kommt nicht gut an. Das alles ist eine blanke Lüge. Die waren es. Sie haben die Verhandlungen abgebrochen. Wir haben Angebote unterbreitet. Wir warten auf sie, aber die rühren sich nicht. Ich werde in den europäischen Hauptstädten nicht nur Journalisten treffen. Ich werde auch Politiker treffen, die hoffentlich die Ukraine beeinflussen können, damit die sich wieder zivilisiert benehmen. Der Gazprom-Vize ist auf dem Weg zum deutschen Wirtschaftsminister. Dann fliegt er nach Paris und London weiter. Es geht um Russlands Ruf. Und der ist nicht besonders gut in diesen Tagen. Die Ukraine hat angefangen, unser Gas aus der Pipeline zu klauen. Und als wir das mitbekommen haben, haben wir das erstmal ersetzt, was die Ukrainer geklaut haben. Es war also nicht die Frage, dass wir jemanden den Nachschub abgeschnitten haben. Außerdem war der Vertrag mit der Ukraine abgelaufen. Geben Sie mir doch mal ein einziges Beispiel irgendwo in der Welt, wo Ware geliefert wird, ohne Vertrag und ohne, dass man dafür Geld sieht. Die Situation in Moskau ist angespannt. Seit Tagen werden Lösungen beraten und verkündet. Stunden später sind sie längst überholt. Die Ukraine pokert. Und Premierminister Wladimir Putin trimmt Gazprom auf einen harten Kurs. Welche Vorschläge haben Sie, fragt der Gazprom-Chef Alexander Miller. Er denke daran, den Gasfluss in Richtung Ukraine zu drosseln, erwidert Miller, um die Menge, die die Ukrainer geklaut haben.
Gut, dann drosseln Sie, lautet die Anordnung. Was Gazprom angeht, der Konzern macht nur Verluste, wenn er nicht liefert. In diesen Tagen, wo die Lieferungen durch die Ukraine gestoppt wurden, hat Gazprom ungefähr 800 Millionen Dollar Verlust gemacht. Novi Urengoi, die russische Gashauptstadt. Die Plattenbausiedlungen stammen aus den Tagen der Pionierzeit, den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals, als hier das Gas entdeckt wurde. Wer heute nach Novi Urengoi reist, braucht noch immer eine Sondererlaubnis und er muss fliegen. Die Metropole ist weit weg. Nach Moskau sind es 2500 Kilometer. Eine Fernstraße gibt es nicht. Die meisten der 120.000 Einwohner arbeiten für Gazprom. Alexander Sukov ist einer von ihnen. Er gehört noch zur ersten Generation der Pioniere. Busse fahren die Arbeiter morgens im Dunkeln zu den Gasfeldern und sie kommen wieder in der Dunkelheit zurück. Die Sonne scheint nur ein paar Stunden. Wer hier arbeitet, verdient mehr als im restlichen Russland, auch wenn es hart verdientes Geld ist. Nicht zufällig singt der Chansonnier im Autoradio vom Krieg. Auch hier herrscht eine Art Krieg. Die Temperaturen können bis auf 50 Grad unter Null fallen. Schuften im Ausnahmezustand. Als ich hierher kam, dachte ich, 5 Jahre arbeite ich hier, verdiene Geld, kaufe ein Auto und fahre wieder weg. Aber der Norden macht süchtig, heißt ein Sprichwort. Und nun sind aus den 5 Jahren erst 15, dann 20 und nun schon 30 Jahre geworden. Jetzt zieht es uns eigentlich woanders hin. Wenn wir beispielsweise im März Fernsehbilder von woanders sehen, überall ist es grün. Wenn ich allerdings dagegen aus dem Fenster schaue, sehe ich Eis und Schnee. Aber vielleicht ist das ja eine Alterserscheinung. Alexander arbeitet im Gaswerk Nummer 1. Es ist das älteste Gaswerk. Das Feld ist nahezu erschöpft. Alexander und das Werk stehen für die Vergangenheit in Novi Urengoi. Die Zukunft liegt 4 Stunden weiter draußen in der Tundra. Die Bedingungen, dort das Gas zu fördern, sind schwieriger. Jetzt muss man den Stoff aus Tiefen bis zu 3500 Meter holen. Mit enormem technischem Aufwand und mit viel Geld. Dennoch lohnt es sich. Allerdings muss Gazprom mehr denn je mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten. Die Ausbeutung neuer Gasfelder geht nicht ohne fremde Hilfe. Nun, das ist eine logische Entwicklung, dass wir international mehr zusammenarbeiten. Die Projekte auf dem Öl- und Gassektor sind sehr teuer. Hightech-Industrie. Man braucht besondere Techniken und Managementkenntnisse und ausländische Firmen. Das ist ein gemeinsamer, profitabler Ansatz. Mutual beneficial approach and equal cooperation.
wie etwa mit dem deutschen Chemiekonzern BASF. Seit Anfang der 90er Jahre kooperiert das Unternehmen mit Gazprom. BASF macht Milliardenumsätze mit dem Gas aus der Kälte Sibiriens. Wir haben ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht mit Russland oder der Gazprom als Gaslieferanten. Gas wird aus Russland nach Westeuropa geliefert seit größenordnungsmäßig etwa 40 Jahren. In dem gesamten Zeitraum ist für mich nicht erkennbar und auch für keinen anderen, dass irgendwo mal die Lieferungen nicht sichergestellt gewesen sind. BASF und Gazprom betreiben in Deutschland riesige Gasspeicher. Gazprom ist das größte russische Unternehmen. Und deshalb unterstützen wir Gazprom mit allen Kräften. Gazprom ist auch der größte Arbeitgeber. Hier arbeiten 300.000 Leute. Gazprom ist die Nummer 1 der Kreml AG. Der Staat hält über 50% der Anteile. Und wer hier arbeitet, der hat es für russische Verhältnisse geschafft. Das Produkt Erdgas ist der Rohstoff der Zukunft. Die Konzernzentrale strahlt einen Hauch von großer, weiter Welt aus. Gazprom zahlt gut und bietet Sozialleistungen, Krankenversicherung, Kindergärten oder Erholungsheime. Auch die Kantine gehört nicht unbedingt zum Standard russischen Alltagslebens. Doch auch an Gazprom geht die Krise nicht spurlos vorbei. Und dass der Konzern sparen muss, weil er Milliardenkredite zu bedienen hat, spricht sich in der Belegschaft rum. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Konzernzentrale die Losung ausgibt: Gürtel enger schnallen. Die Gaspreise sind nämlich im Keller. Und nicht zuletzt auch deswegen zeigt Putin Härte gegen die Ukraine. Die Nachrichten, die 5 Stockwerke höher bei Alexander Medvedev einlaufen, sind gleichfalls nicht gut. Die Nummer 2 des Konzerns ist zuständig für den Export des Rohstoffs. Weltweit geht erstmals der Energieverbrauch wegen der Wirtschaftskrise zurück. Die Auseinandersetzung mit der Ukraine kostet zusätzlich Geld und politischen Kredit. Ein Blick aus dem Fenster seines Amtssitzes erinnert Premierminister Putin jeden Morgen an die Probleme. Wir verkaufen ungefähr 149 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr nach Europa. Davon allein nach Deutschland über 40 Milliarden. Dass Gazprom in der Bundesrepublik Fuß gefasst hat, ist auch das Verdienst von Altkanzler Gerhard Schröder. Die Schröders und Putins pflegen eine enge Freundschaft. Gelegentlich spielt der russische Premier den Weihnachtsmann. Kugeln, ja, für den Weihnachtsbaum. Tannenbaum. Mit herrlichen Blicken, meine ich. Anblicken für herrlichen Bildern von Moskau und von St. Petersburg. Es gibt zu Wladimir Putin deswegen einen leichteren Zugang, weil er glänzend Deutsch spricht. Und wenn jemand, der seine eigenen Schwierigkeiten hat, wie ich, in der englischen Sprache, sich zunächst einmal in der eigenen Sprache mit jemandem unterhalten kann, schafft das mehr an Dichte in der Beziehung. Auch sonst ist das Verhältnis dicht. Zu Schröders Zeiten als Kanzler setzen beide auf eine strategische Allianz in Sachen Energie. Eine Gaspipeline durch die Ostsee soll beide Länder direkt miteinander verbinden. Der Name Nord Stream Pipeline. Die Herren ticken gleich. Mit von der Partie sind neben Gazprom die deutschen Unternehmen BASF und E.ON. Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Und ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte. Auch die deutsche Schwerindustrie findet an dem Geschäft nichts Falsches. Für sie ist es einer der größten Aufträge in ihrer Geschichte. Seit 2008 produziert sie Tausende von Tonnen Stahl.
Nord Stream ist eines der ehrgeizigsten europäischen Strukturprojekte. Für Gazprom hat die Pipeline enorme Vorteile. Der Konzern könnte so lästige Transitländer wie etwa die Ukraine umgehen, die ständig an der Gebührenschraube drehen. Unter den Krisenerscheinungen ist unser Projekt nicht gefährdet in dieser Dimension. Und wenn ich das mal auch sagen kann, 7,4 Milliarden bedeutet 7,4 Milliarden Auftragsvolumen für europäische Unternehmen. Das ist auch eine Art Konjunkturprogramm. Diese Rohre, die auf dem Grund der Ostsee liegen werden, sollen sibirisches Gas direkt durch den finnischen Meerbusen zum Greifswalder Bodden und dort weiter nach Westeuropa transportieren. Die Unterwasserstrecke zieht sich über 1000 Kilometer. Das Projekt hat nur einen entscheidenden Nachteil. Die Genehmigung steht noch aus. Etliche Anrainer machen Front gegen das Vorhaben. Manche Länder, wie Polen oder die baltischen Staaten, haben noch politische Rechnungen mit der ehemaligen Sowjetunion offen. Andere haben schlicht Angst, von dem Kuchen nichts abzubekommen. So ist nicht ausgeschlossen, dass das Projekt scheitern könnte. Doch der Dauerkonflikt mit der Ukraine hat die Chance für die direkte Verbindung wachsen lassen. Woche für Woche rollen also beladene Züge auf die Ostseeinsel Rügen. 55.000 Rohre werden in Zwischenlagern erstmal gestapelt, bis sie verlegt werden. Falls die Pipeline aber doch nicht gebaut wird, erklärt Wladimir Putin schon mal, was auf Westeuropa zukommt. Jetzt beantworte ich Ihre Frage, was geschehen würde, wenn dieses Vorhaben nicht realisiert wird. Natürlich wird es Gas in Europa geben, aber es wird weniger sein und es wird teurer. Dass es doch noch klappt, dafür soll der Mann sorgen, der mit Feldherrenblick schon einmal die Stelle betrachtet, wo das Gas auf deutschem Boden anlanden wird. Gerhard Schröder wird nach seinem politischen Abgang als Bundeskanzler ein paar Monate später Aufsichtsratsvorsitzender jener Firma Nord Stream, deren Gründung er zusammen mit dem russischen Präsidenten angeschoben hatte. Das will ich heute testen. Herr Schröder, eine realistische Vision oder das ist ein fieses Dorf? Das ist eine realistische Vision, das ist gar keine Frage. Und nicht nur eine Vision, das ist ein festes Vorhaben. Ja. Erst als im Dezember, also lange nach der erfolgten Wahl von Frau Merkel, der russische Präsident mich selber gefragt hat, dachte ich, das kannst du nicht ablehnen, wenn der russische Präsident dich bittet, das zu machen und dann abzulehnen, hielt ich für unangemessen. Entspricht auch nicht meiner Beziehung zu ihm. Zumindest sichert diese Beziehung Schröder einen Nebenverdienst von 250.000 Euro im Jahr, zusätzlich zur Kanzlerrente. Und schließlich geht es um einen Auftrag von nationaler Bedeutung, sagt der neue Mitarbeiter in der Gazprom-Zentrale. Es liegt im Interesse Deutschlands und deswegen wird es von jeder deutschen Regierung unterstützt. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, über diese Aufgabe nicht erfreut zu sein. Das ist keine Frage der Liebe, sondern in erster Linie eine Frage der gemeinsamen Interessen. Die europäische Gasversorgung hat mit Russland und Deutschland ihren Anfang genommen. Russland und Deutschland waren, wenn man so will, die Gründungsväter dieses Systems. Ursprünglich war es noch ein Plan der damaligen Sowjetunion, die Bundesrepublik mit Gas zu versorgen. Seitdem ist Altkanzler Schröder im Auftrag Putins unterwegs, um für das Projekt zu werben.
Ich bin kein Experte. Wenn Putin sagt, das ist eine gute Idee und Schröder das bestätigt, kann ich Ihnen glauben oder nicht. Wir haben ziemlich viel Mist in diesem Land gemacht. Ich hoffe, die Pipeline ist nicht so schlecht. Gazprom hat sehr viele Beteiligungen an unterschiedlichsten Geschäften in diesem Land. In der Landwirtschaft, Hotels, Flughäfen. Warum braucht Gazprom einen Flughafen in Moskau? Das ist nicht sehr effizient. Ich glaube, die verursachen nur Hunderte von Millionen an Kosten. Sie besitzen sehr viel. Was ist beispielsweise mit Schalke 04? Was ist der Nutzen, 100 Millionen Euro in einen Fußballclub in Deutschland zu investieren? Fünf Jahre lang sponsert Gazprom mit Millionen Schalke 04, um sich mit Hilfe der Kicker in Deutschland besser bekannt zu machen. Der PR-Schachzug mit der Trikotwerbung ist angekommen. Nicht nur unter Fußballfans werden jetzt Gazprom und Schalke in einem Atemzug genannt. Das gibt einen Schein und damit so fahren. Schröder sieht es mit Freude. Traditionsreiches Lied, das die Schalker Fans natürlich kennen. Die konnten alle mitsingen, das ist ja auch wichtig und die meisten haben es getan. Und jetzt haben sie das Trikot erstmal in Besitz genommen, ein Trikottausch der besonderen Art sozusagen. Auch Nord Stream Manager Matthias Warnig gefällt der Marketingerfolg. Ich glaube, dass sowohl Herr Warnig als auch Herr Schröder die Bedeutung dieses Projektes für Europa, für Deutschland und für Russland bestens verstehen. Und auch bestens darauf vorbereitet sind, ihre Funktion zu erfüllen, die wir ihnen zugetraut haben. Zug in der Schweiz. Hier ist der offizielle Sitz der Pipeline-Firma Nord Stream. Die Wahl ist kein Zufall. Hier haben viele internationale Konzerne einen Ableger. Selbst im Steuerparadies Schweiz nimmt Zug eine Sonderstellung ein. Wenig Geld von sehr viel Geld ist immer noch viel Geld, heißt das Zuger-Motto. Das Konzept geht auf. Kaum eine der Niederlassungen bezahlt mehr als 10% Steuern. Die Stadt Zug hat gut 20.000 Einwohner. Die Zahl der Unternehmen liegt bedeutend höher. Wie und warum hat der Deutsche Matthias Warnig neben Schröder den Job als leitender Angestellter bei Nord Stream bekommen? Es war kein Anruf, es war ein Gespräch an einem schönen Sommertag bei einem Spaziergang. Darf man fragen, wer mit wem? Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Matthias Warnig tut sein Bestes, die Widerstände gegen das Projekt zu überwinden. Der Nord Stream Manager wird bei den Ostseestaaten vorstellig, legt Gutachten vor, die Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit belegen sollen. Wir haben ein europäisches Land, Russland, mit großen Gasressourcen. Vor der Haustür. Ein großer Teil Russlands ist europäisch. Und wir haben Westeuropa ohne Ressourcen. In einer solchen geografischen Nähe, Ressourcen und Bedarf, das miteinander zu verbinden, ist das Logischste, was man finden kann. Und Europa würde einen großen Fehler machen, nicht dieser Logik zu folgen. Matthias Warnig genießt das Vertrauen Wladimir Putins. Der Mann aus dem Osten hat eine bewegte Vergangenheit. Einst war er Offizier der Staatssicherheit, Spezialgebiet Wirtschaftsspionage. Vor allem gegen Banken wie die Deutsche oder Dresdner Bank. Letztere schickte Warnig als Manager nach Russland.
kennen sich Warnig und der russische Ministerpräsident schon aus der Zeit, als der damals junge KGB-Mann Putin in Dresden stationiert war? Fakt ist, dass ich Herrn Putin das erste Mal getroffen habe im Herbst 1991 im Zusammenhang mit der Eröffnung einer Repräsentanz der Dresdner Bank in St. Petersburg. Das war damals eine schwierige Zeit in Russland. Es war die erste Repräsentanz eines westlichen Unternehmens, die außerhalb von Moskau gegründet wurde. Und Herr Putin war damals zuständig für die Lizenzvergabe. Ja, das war ungefähr 1993 oder 1994. Ich leitete das Komitee für auswärtige Beziehungen und zu meinen Aufgaben gehörte die Registrierung der Vertretung ausländischer Gesellschaften. Und Herr Warnig kam mit der Frage der Registrierung als Vertreter der Dresdner Bank. Es ist die chaotische Zeit nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Der einstige KGB-Mann Putin kommt nach seiner Stationierung in Ostdeutschland bei der Petersburger Stadtverwaltung unter. Der Oberbürgermeister, sein alter Juraprofessor Anatoli Sobtschak, hat ihm den Posten verschafft. Er macht Putin bald zu seinem Stellvertreter. Sobtschak gilt als politische Hoffnung. Doch als er die Kommunalwahl verliert, braucht auch sein Vize Putin einen neuen Job. Und er bekommt ihn. In der Präsidialverwaltung des Kreml. Putin ist in der großen Politik angekommen. Präsident Boris Jelzin hat seine besten Tage hinter sich. Unter seiner Herrschaft beginnt der Ausverkauf. Wer clever ist, kann Milliarden machen. Mit Staatseigentum, Stahlwerken, Ölfirmen. Putin beobachtet, registriert, macht sich bald unentbehrlich. Er plant den Aufstieg. Steigt auf zum Geheimdienstchef. Dann zum Premierminister. Und schließlich wird er Präsident. Wladimir Wladimirovich Putin. Ihm ist klar, wo die Ressourcen für Russland liegen. Und er wird seine beiden Petersburger Freunde, Dmitri Medvedev und Alexander Miller, an der strategischen Stelle platzieren. Als Aufseher des staatlichen Konzerns Gazprom. Sie werden hilfreiche Sekundanten. Dann bringt Putin die Oligarchen auf Linie, macht klar, dass Rohstoffe eine Sache des Staates sind und nicht privater Raubzüge. Dazu hat sich der Präsident den Chef des Jugos-Ölkonzerns ausgesucht. An ihm wird er ein Exempel statuieren. Zugegeben, wir alle haben damit angefangen. Deshalb könnte man auch auf uns einprügeln. Aber irgendwann, jetzt, muss man einen Schlussstrich ziehen. Wir haben das mit Ihnen ja bereits diskutiert. Auch Ihre Gesellschaft drückte sich um Steuern herum. Khodorkovsky wird verhaftet, sein Konzern zerschlagen. Putin hat ein Zeichen gesetzt. Khodorkovsky hatte zuvor mit einem amerikanischen Erdölkonzern über den Verkauf seiner Firma verhandelt. Das war der eine Fehler. Der andere: Er wollte in die Politik einsteigen, als möglicher Konkurrent. In einem Anflug von Selbstironie parodiert Putin einmal seinen Auftrag auf einem Treffen ehemaliger Geheimdienstler.
Ich melde, eine Gruppe von Geheimdienstmitarbeitern, getarnt als Regierung, hat ihre erste Mission erfüllt. Was will Putin? Geht es um Macht? Geht es um die Verbesserung der Lebensverhältnisse für den einfachen Russen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Ich beobachte ihn nur 9 Jahre und habe noch immer keine Antwort. Moskau City heißt das Prestigeobjekt mitten in der russischen Hauptstadt. $35.000 kostete der Quadratmeter bis vor kurzem. Und die meisten Wohnungen sind verkauft. Nun dürften wieder einige frei werden. Es waren die hohen Rohstoffpreise, die Giganten wie Gazprom in den vergangenen Jahren erzielten und die den Bauboom mit ermöglichten. Jetzt hat auch Gazprom Mühe. Ja, ich habe ein paar Gazprom-Aktien. Sie waren mal eine halbe Milliarde Euro wert. Nun sind es um die 150 Millionen. Die Börse ist abgestürzt. Bin ich zufrieden mit Gazprom? Nein. Gazprom ist keine transparente Firma. Es ist ihre Firma. Es geht uns kleine Aktienbesitzer nichts an. Den Unternehmer und Milliardär Alexander Lebedev trifft ein Verlust von 1 oder 2 Milliarden Euro nicht existenziell. Und auch nicht, dass die Putin-Regierung erstmal kein Rezept für die Krise hat. Was gut ist für Gazprom, ist auch gut für Russland. Jetzt gilt, was schlecht ist für Gazprom, ist auch schlecht für Russland. Und für die Regierung ist auch der Konflikt mit der Ukraine noch schmerzhafter, weil die gefallenen Ölpreise den Gaspreis schon automatisch nach unten gezogen haben. Erinnerungen an die chaotischen 90er Jahre werden wieder lebendig. Nicht nur in Moskau schnellt die Zahl der Entlassungen hoch. Die Strategie, vorrangig auf das Vorzeigeunternehmen zu setzen, funktioniert nicht mehr. Und die Angst wächst, die Krise könnte wieder so schlimm werden, wie sie schon einmal in den 90er Jahren war. Und wer ist an der Misere bei Gazprom schuld? Für Alexander Lebedev ist es klar. Und dann auch wieder nicht. It's the Putin government. Es ist die Putin-Regierung. Der Einfluss des Managements ist klein im Verhältnis zum direkten Zugriff der Regierung. Sie ist eine rein politische Einrichtung. Sie hat aber durchaus ihren Zweck erfüllt. Gazprom hat eine Menge Geld in die staatlichen Rettungsfonds gesteckt, die nun die Krise bekämpfen sollen. Aber andererseits gibt es noch sehr vieles, was sich meiner Meinung nach ändern muss. Es geht um Transparenz, Transparenz und nochmal Transparenz. Das ist ganz einfach. Das mit der Transparenz wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Erst vor kurzem hat Putins Weggefährte Dmitri Medvedev seinen Stuhl bei Gazprom gegen den des russischen Präsidenten eingetauscht. Weil Amtsvorgänger Putin aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht noch für eine dritte Runde antreten durfte. Das macht jetzt für ihn sein Mann von Gazprom. Was die Bewerbung von Dmitri Anatolijewitsch Medvedev angeht, so kenne ich ihn seit mehr als 17 Jahren. Wir haben in St. Petersburg sehr eng zusammengearbeitet. Kurz und gut, ich unterstütze hundertprozentig seine Wahl. Eine Männerfreundschaft, die es in sich hat. Gut 3 Flugstunden entfernt, in der Gazprom-Stadt Novi Urengoi, sieht es auf den ersten Blick aus wie immer.
Doch der Eindruck täuscht. Langsam kommen nun auch mehr ausländische Firmen in die Stadt, um in der Eiswüste der Tundra beim Rennen um den Rohstoff mit dabei zu sein. Wenn das Geld knapp wird, wächst auch in Russland die internationale Freundschaft schneller. Und auch diese Krise wird irgendwann vorüber sein. Die Helden der ersten Stunde, die hier vor gut 30 Jahren ankamen, sind alt und müde geworden. Noch einmal erzählt Alexander Sukow die Geschichte, dass er hier eigentlich ja schon immer weg wollte und es nur nicht geschafft hat, weil er sich nicht aufraffen konnte. Und dass heute in den neuen Werken überall Computer stehen und kaum noch etwas mit der Hand gemacht wird. Und auch für seine Frau ist das Leben nicht mehr das Gleiche. Heute sei alles einfacher und leichter. Auch wenn draußen die Kälte geblieben ist. Nun wollen beide tatsächlich wegziehen. Nach Moskau, zu ihren Kindern. Alexanders Rente liegt bei 8.000 Rubel für 35 Jahre am Polarkreis. Das sind um die 200 Euro. Und die Wohnung kostet schon mehr als die Hälfte davon. Es sind ihre letzten Wochen in Novi Urengoi im Plattenbau. Um die Ecke hat sich schon das neue Urengoi herausgeputzt. Auf den Plakaten der Stadthalle stehen die Produktionszahlen für die vergangenen 30 Jahre. 6 Trillionen Kubikmeter Gas in 3 Jahrzehnten. Drinnen preist die Gästebetreuerin das neue Gazprom-Center der Stadt an und erklärt, dass wir uns gerade im Spiegelsaal befinden. Dann kommt sie kurz aus dem Tritt. Es wird wohl der letzte Neubau sein für die nächste Zeit. Weiter geht's. Und diesmal klappt es mit der Ansage. Wir befinden uns nun in der Sporthalle von Gazprom, wo die Volleyballmannschaft der Frauen trainiert. Natürlich gesponsert von Gazprom. Die Truppe spielt in der höchsten Klasse, der Europa-Liga. Das bedeutet mindestens 7 Stunden Flug, wenn mal ein Auswärtsspiel in Italien angesagt ist. Gazprom hat sogar eine amerikanische Topspielerin fürs kalte Novi Urengoi erwärmen können. Dann der Höhepunkt der Führung. Die Trophäenkammer. Und mittendrin der Mann, der nun auch für Gazprom arbeitet. Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind doch nicht von dem Geschmack bestimmter Politiker abhängig oder von ihren Parteistandpunkten. Es gibt gemeinsame nationale Interessen und die diktieren uns die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland und zwar zum Positiven. Und das nicht nur bei der Energie, sondern auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, in der Technologie, in humanitären Fragen, in der Bildung, der Gesundheit und auch in der Politik. Das gilt auch für gemeinsame Absprachen auf dem internationalen Parkett. Noch beschränkt sich die deutsch-russische Zusammenarbeit vornehmlich auf die Wirtschaft. Gazprom und BASF weihen ein neues Förderfeld ein. Achimgaz heißt das gemeinsame Vorhaben. Dafür sind die Topmanager extra aus Ludwigshafen und Moskau angereist. Und auch die Musik ist dem Anlass angemessen. Sie stammt aus dem Film Jäger des verlorenen Schatzes. Sehr geehrte Gäste, heute ist wieder eine Heldentat vollbracht worden auf diesem Boden. Eine sichere Gasversorgung Europas ist ohne Russland nicht möglich.
Und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich herausstellen. Europa bezieht 25% seines Gases aus Russland. Russland aber exportiert 60% seines Gases in eine Richtung, und das ist Europa. Und dann noch einmal die Botschaft für zu Hause in Deutschland. So, jetzt, auf geht's. Okay. Nach Jischneu ist das das zweite Feld, was Sie zusammen mit Gazprom hier eröffnet haben. Was ist die Bedeutung für Ihr Unternehmen und für Deutschland? Na, für Deutschland bedeutet das, dass wir Gas haben, auch in der Zukunft. Das ist ja erst eine Probebohrung. Das heißt, wir werden dort in der Zukunft noch mehr Gas aus Westsibirien nach Deutschland bringen. Und für unser Unternehmen bedeutet das eine Verstärkung der Partnerschaft mit Gazprom. Wenn wir uns mal andere Alternativen angucken, Gas Nigeria, Saudi-Arabien, Katar, Iran. Ich will jetzt nicht über politische Stabilität oder Instabilität reden. Aber was liegt uns am nächsten? Auch wenn die russische Armee gern martialisch aufmarschiert, sie garantiert Russland nicht mehr den Status einer Weltmacht. Hat Wladimir Putin nun mit dem Gas die neue Superwaffe in der Hand? Möglich, aber nicht unbedingt wahrscheinlich. Höchstpreise herauszuschlagen gehört bei westlichen Ölkonzernen seit Jahrzehnten zum guten Ton. Bei ihnen heißt das Marktwirtschaft. Russland braucht in den nächsten Jahren jeden Cent, um seine Wirtschaft aufzubauen. Und dafür ist der Ruf als zuverlässiger Lieferant wichtiger denn je.